Ich darf nun offiziell das Symposium der AGD, also der Aktionsgemeinschaft der Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine, eröffnen. Die Themenstellung lautet Wissenschaftszentrum und Andreasquartier. Es sind Inhalte, die sich als Anliegen aller Bürger der Stadt darstellen und hohe Aktualität besitzen. Vier Referenten stellen in Kurzvorträgen einzelne Aspekte vor. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fachfragen zu stellen oder auch eigene Beiträge zu leisten, auf deren Grundlage diskutiert werden kann. Ich begrüße Herrn Altrektor Professor Dr. Dr. Labisch. Herzlich willkommen. Sie wurden erwartet. Auch einige Gäste wären gerne gekommen, die auch die Themen des Symposiums nachdrücklich unterstützen. Leider konnten sie nicht anwesend sein, haben aber teilweise Grußworte geschickt. Frau Professor Gabriele Henkel, die Schirmherrin dieses Symposiums, hat gestern Morgen per Fax einen Gruß aus New York gesandt, wo sie sich zurzeit aufhält. Mit Blick auf den Hudson River hat sie an ihre Heimatstadt Düsseldorf gedacht. Man befand mich für würdig genug, den Brief von Gabriele Henkel zu verlesen. Lieber Herr Dr. Spohr, da ich in New York einen alljährlichen Museumstermin wahrnehmen muss, kann ich nicht an Ihrem Symposium teilnehmen, möchte aber von Herzen mit einem Grußwort zeigen, dass ich Ihre Initiative voll unterstütze und als sehr dringend empfinde. Ich bin überzeugt, dass es für Düsseldorf eine große Chance ist, eines der wenigen historischen Gebäude, welche die Stadt noch hat, sinnvoll und bürgerfreundlich zu nutzen und gleichzeitig den Ansprüchen moderner Denkmalpflege zu genügen. Nicht nur, dass die Bibliothek der Dominikaner eine angemessene Heimat findet, ja auch die Patres aus dem grässlichen Betonklotz gegenüber ihrer Kirche umziehen könnten in die Räume des ehemaligen Jesuitenklosters, deren Mönche und Priester einst die Hofkirche St. Andreas des Kurfürsten Johann Wilhelm, unserem Jan Wellem, betreuten. Zudem besteht die Möglichkeit, das Gebäude für eine breite Öffentlichkeit nutzbar zu machen und die bewegte Geschichte dieses Bauwerks lebendig zu halten. Dass die Dominikaner ein würdiges Ambiente erhalten, wäre ein wertvoller Nebeneffekt. Ich wünsche Ihrer Initiative vollen Erfolg und bin mit besten Wünschen und Grüßen an die Aktionsgemeinschaft. Ihre Gabriele Henkel. Ich hoffe, man hat den Applaus bis zum Big Apple gehört.